Guten Morgen zusammen. Ja, der Sonnenaufgang ist im vollen Gange. Es hat die Nacht ordentlich geregnet. Ich habe trotzdem gut geschlafen und würde sagen, jetzt nach meinem zweiten Kaffee, wenn ich den gleich habe, packe ich zusammen und dann geht's los und weiter. Also, bleibt dran. So, bevor ich losfahre, hier nochmal ein herrliches Bild mit Mond am Himmel. Das hätte ich gerne so die Nacht fotografiert, aber da war es leider nicht zu sehen aufgrund des Regens. Jetzt bin ich hier in der Nähe von Oklungen und wollte euch nur diesen Fjordabschnitt einmal zeigen. Schön mit der Kirche da oben auf dem Berg. Schaut mal da unten, da schwimmt ein Biber. Hier im Hintergrund ist eine Straße, hört ihr wahrscheinlich. Aber das stört mich gerade nicht sonderlich. Ist das schön. Oh, da rechts ist noch einer. Aber ich halte jetzt erstmal auf den drauf. Jetzt muss ich mal ein bisschen aus dem Zoom rausgehen, sonst wackelt das zu sehr. Aber da kommt der zweite. Ach, ist das herrlich. Ja, jetzt tauchen beide ab. Ich bin hier auf so einen Parkplatz gefahren, weil ich das rundum so schön fand hier und habe gerade gesehen, dass man hier hinter so einem Gewerbegebäude mehr oder weniger durchgehen kann, über eine doch ältere Brücke, denke ich. Aber der Zaun ist hier, naja, nicht existent auf einer Hälfte. Ich halte mich mal mittig, da wird es mich gut tragen. Und hier sieht man schön den Wasserlauf, wie er dann hier weitergeht. Und das ist doch echt traumhaft. Falls ihr euch zwischendurch denkt, der zeigt ja nur noch die Fjorde und den Stein hier. Ja, das mag sein. Aber erstens bin ich da unheimlich fasziniert von. Und zweitens ist hier zwischen solchen Aufnahmen teilweise auch mal eine Stunde oder zwei Stunden vergangen. Und ich habe tausend andere Eindrücke gehabt, deswegen kommt es mir in dem Moment wahrscheinlich gar nicht so vor. Ist mir gerade erst bewusst geworden. Ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Ich habe jetzt einen guten Kilometer vor Kragö den Wagen abgestellt und mich aufs Fahrrad gesetzt. Und strampel jetzt hier mal den Berg hoch zu dem Örtchen, was die schönsten Strände Norwegens haben soll, zumindest hier im Süden. So, oben bin ich und jetzt geht's runter mit der Aussicht. Ich werde gleich hier definitiv anhalten. Ah, da vorne ist auch so eine kleine Ecke, wo eine Bank steht sogar. Oh, schön. Ja, und dann wird erstmal ein wenig genossen. Hammer. Guckt euch das an. Unglaublich. Ist das eine Aussicht? Man rollt hier echt herrlich so eine Straße runter. Es nehmen alle Rücksicht aufeinander. Es duftet überall nach Holz. Und es ist angenehm warm. Gut, ich habe jetzt noch einen dünnen Pullover an, aber den kann ich nachher auch wegpacken. Ich hätte die kurze Hose doch anziehen sollen, wie ich es vorhatte. Aber jetzt ist egal. Ist gerade Schulbeginn, deswegen ist hier so voll.
Zumindest das ist in allen Ländern gleich. Diese ganzen Mama-Taxis, sagen wir immer, vor den Schulen. Aber auch kein Drama. Ich rolle hier weiter durch den Ort. Und hier sind unheimlich viele weiße Häuser. Also die Bilder, die von den meisten immer auf YouTube gezeigt werden, sind ja nur diese klassischen roten. Aber nein, Norwegen besteht auch viel aus weißen Häusern. Hier wieder ein kleines Denkmal. Mit schönem Brunnen. Und dort im Hintergrund schon eine riesige Kirche zu sehen. Herrlich. Und immer wieder das Wasser von rechts am Reflektieren. Dort in diesem Felsen ist ein Parkhaus. Und ich entscheide mich hier jetzt in den Lückebacken abzubiegen. Ist das alles schnuckelig. Nicht nur Holzhäuser, auch diese roten Ziegel. Aber genauso schön. Hier kommt man auf sowas wie einen kleinen Marktplatz, würde ich sagen. Ich lasse mich mal hierher rollen. Ich wurde gerade nett mit Händen und Füßen darauf hingewiesen, dass das hier eine Einbahnstraße ist. Aber wirklich nett. Danke dafür. Ich fahre gleich wieder in die andere Richtung. Und überall diese kleinen schönen Brunnen hier. Hier kommt wieder eine Hauptverkehrsstraße, da muss ich ein bisschen aufpassen. Und werde dann einmal natürlich Richtung Wasser radeln. Schön mit den Häuschen hier an der Seite. Die Brücke auch zu der Seite. Muss ich ja mal einen Schwenk machen. Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst hingucken soll. Wie gesagt, das Land ist einfach faszinierend. Zumindest für mich. Dass ich gerade die Einbahnstraße entgegengesetzt bin, gefahren bin, parke ich dafür jetzt ganz anständig. Und so sieht es aus, wenn man direkt hier unten am Wasser steht, einfach mal lang durchschaut. Ich stand hier gerade auf der anderen Seite dieser Brücke. Und wenn man da jetzt so knapp dran vorbei ist, wird es noch besser. Stand ein Schild Sackgasse, aber wenn man das hier zwischendurch sieht, lohnt selbst jede Sackgasse. Und nach jeder Ecke geht es doch wieder um eine Ecke weiter. Und die Häuser strahlen hier im Sonnenlicht. Echt herrlich. Hier war jetzt definitiv Ende, deswegen gehe ich noch einmal hier an den kleinen Strand und halte mal so übers Wasser. Hier sehe ich jetzt gerade ein Schild, Feten Utsichtspunkt. Das wird wohl heißen fetter Aussichtspunkt. Und zwar geht es dann hier hoch. Aber dafür muss ich die Kamera wegpacken, sonst wird das nichts mit dem Trampeln. Also wenn man da die Straße hochkommt und dann so lang fährt, muss man natürlich wachsam sein, dass da am Stein das Schild steht zu dem Aussichtspunkt. Und das ist dann so ein Trampelpfad, den ich jetzt mal in Angriff nehme, das Fahrrad natürlich hier unten stehen lassen werde.
Nicht gern, weil die Packtasche jetzt voll ist mit allem möglichen Zeug, aber geht halt nicht anders. Also der Weg ist schon mal vielversprechend. Also man muss hier definitiv aufpassen, die Steine sind teilweise sehr rutschig und nass und steil ist es auch noch. Aber es macht jetzt schon guten Eindruck. Hier hoch geht ja gerade relativ gut, weil man sich nach vorne neigt. Aber runter auf den Stein, ups, wird dann schon ein bisschen fordernder. Aber echt tolle Aussicht. Hier gibt es gerade so viele Pfade, das sind wahrscheinlich alles nur Trampelpfade, dass ich gar nicht mehr weiß, welches der richtige ist. Aber teilweise hier so an der Kante lang geht es nicht tief runter, aber fühlt sich irgendwie nicht gut an. Mein erster Gedanke, wo ich hier hochkam, war, leck mich am Arsch. Ist das ein Traum? Man kann hier noch rundum über die Kuppe gehen, mache ich gleich. Irre, einfach irre. So, jetzt nochmal, wo ich mich ein bisschen beruhigt habe, mache ich einfach mal so einen Schwenk hier. Auch Richtung Sonne, es wird ein bisschen grell. Aber ich weiß nicht, ob ihr den Wind hören könnt. Es ist so schön. Es ist richtig warm. Also ich habe dieses Jahr auf meinen Reisen bisher immer Glück gehabt, was das Wetter und so angeht. Wobei man ja hier in den skandinavischen Ländern so eine 50-50 Chance hat, wenn man 30 Tage hier wäre, dass man 15 Tage Regen hat. Aber jetzt ist es gut. Und das sind die Aussichten. Wer möchte da nicht gleich hier bleiben? Zumindest bei dem Wetter. Und hier auf der anderen Seite nochmal ein Blick auf Kragerö. Und wie gesagt, das ist erst der Anfang. Das soll ja, umso weiter man hier ins Land kommt, umso gewaltiger sein von der Natur. Hab jetzt schon Herzrasen. Und da ist einmal der höchste Punkt mit einer Windfahne zu sehen. Muss ich natürlich auch noch eben hoch. Scheint auch so gewollt zu sein, dass man hier hochgeht. Hier steht eine Bank. Bei den ganzen kleinen Werften werden überall schon die Boote aus dem Wasser geholt. Und ich denke mal winterfertig gemacht. Sollte mir das zu denken geben? Nein, ich glaube ja nicht. Den ersten Morgen waren es ja nur 7 Grad, heute Morgen waren es 19. Also das ist ja schon mal noch ein Zeichen dafür, dass der Sommer noch lange nicht vorbei ist. Man muss nur fest dran glauben, dann wird das schon. Hier ist auch Ende. Ja, hier ist Ende. Dann drehe ich mal kurz. Hier riecht es aber fischig. Aber lecker fischig. Gerade Gedanken darüber gemacht, warum die hier alle so entspannt sind, wenn man denn mal Menschen trifft. Wahrscheinlich, weil ja auch hier schon die Schulferien zu Ende sind. Der Tourismus ist im Grunde durch. Und es kehrt wieder Ruhe im Land ein. Das macht entspannt, denke ich. Und das graue Gebäude ist die Gemeinde von Kragerö. Hier gibt es dann einen Parkscheinautomat, um hier direkt an das Tempomobil zu stellen. Kommt für mich jetzt so nicht in Frage, weil das gibt es auch woanders, aber ich wollte es mal erwähnt haben. Weil das Fleckchen ist schon schön.
Ja, ich habe jetzt doch noch rausgekriegt, hier durch Fragen natürlich. 18 Euro knapp kostet das hier, umgerechnet für 24 Stunden. Das kann man echt mal machen. Weil die Lage ist ja wirklich, also nach vorne ist ja toll, nach hinten nicht so. Aber das sieht man ja nicht. Direkt hinter diesem Sparmarkt ist ja so eine schöne Picknickecke an diesem kleinen Häfchen, wo man dann auch mal den einen oder anderen dicken oder dickeren Kahn sehen und hören kann, wie er rausfährt. So wie dort gerade. Oh, dann gibt aber sofort Vollgas, ne? Schaut mal, wie klar das Wasser ist. Ich habe mal irgendwo gelesen, wenn das so einen Grünschimmer hat, liegt das daran, wenn sich das Gletscherwasser mit dem Salzwasser vermischt. Ich fahre jetzt übrigens die Einbahnstraße richtig rum wieder hoch, um dann auf der anderen Seite auch in die richtige Fahrtrichtung wieder runterzufahren. Und jetzt richtig rum. Wieder nach unten, dass ich dann gleich wieder in die andere Richtung hochfahren kann. Aber es wäre ja blöd, wenn ich mir die Gassen nicht anschaue. Das Schlimme ist, hier riecht schon wieder überall so lecker nach Essen. Und noch schlimmer ist, dass ich fast nichts davon darf. Wegen dieser blöden Zöliakie. Schnucklige Gässchen. Zwischendurch kann man immer schön einen Blick wieder hier aufs Hafengebiet werfen und dann wieder auf diese schnuckligen Häuser. Und nach der nächsten Ecke ist das El Paso, ein Grillmart. Oh, hier muss ich mich einmal drehen, um dieses schöne Häuschen auch ganz drauf zu haben. Und eine weitere Gasse Richtung Hafen. Ja, da drüben war ich ja vorhin, wo die Sackgasse war. Genau, wo es nicht mehr weiterging. Jetzt hätte ich fast diese schöne Skulptur vor dem Rathaus hier vergessen. Da steht drauf, Drommen um Habet. Ich denke mal, dass es sich um den Namen handeln wird. Mittlerweile fahre ich auf die Kirche zu. Da ist hier in der Mitte noch mal so ein Steinchen. Jens Lauersinn oder sowas steht da drauf. Müsste ich gleich vielleicht noch mal genauer schauen. Das Ganze ist hier auf jeden Fall am Johannsberg. Und hier hinter ist die Methodistkirche. Imposantes Gebäude. Und direkt danach kommt das andere große Kirchengebäude hier vor Ort. So sieht's von der Seite aus. Und ich werde mir jetzt dort den nächsten Berg gönnen. Dass ich, Idiot, nicht sofort eine kurze Hose angezogen habe. Ich glühe hier echt weg. Bin jetzt erstmal rechts abgebogen, weil da oben sieht's aus, als wenn man wieder eine Top-Aussicht hätte. Danach muss ich dann entgegengesetzt weiter. Denke ich. Auf der ersten Ebene hier ist schon mal ein schöner Ausblick. Aber es geht noch ein kleines Stück weiter. Oh, auch sowas ist natürlich schön. Aber deswegen bin ich hier. Und da vorne geht es mal in die andere Richtung, die ich vorhin noch nicht sehen konnte. Ja,
Mir fehlen die Worte. Ich fahre jetzt noch ein kleines Stück weiter. Nach diesem weißen Haus, da sieht es aus, als wenn es dann perfekt wäre. Wobei es ja fast immer perfekt ist, glaube ich. Ich fahre immer weiter, weil leider der Streifen so bebaut ist oder hier so zugewachsen und Zäune, dass ich nicht die Aussicht habe, die ich will. Aber ihr wisst ja, wenn ich mir was in den Kopf setze, was so hier diese Touren angeht, dann versuche ich das irgendwie umzusetzen, auch wenn es mir schwer gemacht wird. So wie jetzt hier. Shit, es endet. Ja. Gut, dann ist das der einzige Ausblick, den ich jetzt hier oben noch bekomme. Schade. Dann geht es jetzt mit Schwung runter zum Abkühlen. Die Häuser, die man da am Horizont sieht, ich glaube, da steht mein Auto. Ich habe gerade nicht so die hundertprozentige Orientierung, aber so grob. Ich denke mal, dieses Schild heißt so viel wie Vorsicht, spielende Kinder, mach langsam, aber schön gemacht. Aber so oberhalb hier durch die Wohngebiete fahren, machen wahrscheinlich auch nicht viele Touristen mit ihrem Fahrrad mal eben. Ist auch mal schön zu sehen. Da geht noch ein Wanderweg runter. Oh nein. Oh doch, auch eine Sackgasse. Ja gut. Aber der Wanderweg sah jetzt nicht so einladend aus. Ich muss noch mal schauen. Tja. Ach, da vorne ist eine Schanze oder irgendwie sowas. Ah, möchte ich ja doch gucken. Also, da ich neugierig bin und das halbwegs machbar aussieht, werde ich den Weg einfach mal mit Rad machen. So weit wie es geht, wenn nicht, schiebe ich zurück. Also es hat erstmal den Anschein, als wenn dieser Weg um diese Grundstücke drumherum führt. Deswegen werde ich hier jetzt mal rumschieben. Ich hoffe mal, ihr könnt das gut erkennen. Ich bin hier am Mollestein und das ist eine Skischanze, die hier mitten in den Bäumen steht. Theoretisch könnte man hier vorne drauf gehen. Macht aber nicht mehr so den vertrauenserweckendsten Eindruck auf mich. Und da ich ein Schisshase bin und dieses eigentlich davor genagelt war, dieses Brett, werde ich es wohl lassen. Was ich gerade noch gelesen habe, an dieser Mollestein-Skischanze, dass das im Norwegischen eine Hoppbacke ist. Wahrscheinlich Hopp und dann fällt man auf seine zwei Backen. Ja, wie man sehen kann, da unten ist gleich wieder Straße. Geht noch ordentlich runter hier. Und das schiebe ich besser noch, weil wenn ich die Bremse ziehe, rollt das Rad einfach weiter. Also ich muss es schon so halten. Mittlerweile bin ich nur noch in einem Industriegebiet und hoffe, dass ich trotzdem so gefühlt in die richtige Richtung fahre. Aber meistens passt es ja irgendwie. Das ist auch gut. Ich bin jetzt hier so ziemlich am höchsten Punkt von Kragerö. Und da ist dann der Sportplatz. Kann man sich gleich warm machen, wenn man hier hochradelt oder joggt. Kaum zu glauben, aber ich war falsch. Und muss jetzt den ganzen Weg mich wieder runterrollen lassen. Schlimm, schlimm, schlimm. Das Unangenehme dabei ist, dass ich auch dann wieder hochfahren muss irgendwo. Und gerade nicht genau weiß wo, deswegen fahre ich jetzt noch mal runter Richtung City, oder? Ist das die Schule, wo ich vorbeigekommen bin? Ah, das könnte auch sein. Erst hier einmal probieren. Von der City aus finde ich den Weg auf jeden Fall zurück. Aber hier, das sieht gut aus. Ja, ah, Mist, dann war ich vielleicht doch richtig. Hätte ich bloß noch ein bisschen weiterfahren müssen. Aber es ging so ins Leere irgendwie da und nur noch Industrie, da war ich doch ein wenig verunsichert. Naja, jetzt wird's wohl passen. Also, ich bin wieder auf der richtigen Route, habe jetzt noch 3-4 Kilometer bis zum Auto, aber da kommt nicht mehr wirklich irgendeine schöne Aussicht, deswegen würde ich sagen, ich beende jetzt hier das Video.
nochmal mit einem schönen Blick über diesen doch gigantischen Fjord. Ich hatte am Anfang gesagt, der Ort mit den schönsten Stränden. Da muss ich mich mit irgendwas vertan haben, weil Strände ist eher schwierig. Man sieht so den einen oder anderen da hinten, wo ich gerade hinfilme. Aber das war es auch. Deswegen soll es das jetzt gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir auf jeden Fall. Macht's gut, bis zum nächsten Video. Euer Markus.